Guten Morgen zusammen. Noch einmal winterliche Grüße mitten im April oder Anfang April besser gesagt. Es hat ja jetzt 2 Tage durchgeschneit. So viel Schnee hatten wir hier den ganzen Winter nicht. Und da ja heute Morgen die Entscheidung, hier nochmal Richtung Kallenhardt, Hohlerstein, Hoherstein, so einen kleinen Spaziergang zu machen über 1-2 Stündchen. Und da würde ich euch dann gerne mitnehmen. Ich bin mit einer Freundin hier und zu zweit macht das Ganze ja dann auch noch ein bisschen mehr Spaß. Also, wenn ihr mögt, wie immer, bleibt dran. So, hier haben wir ein kleiner Schwenk rundum. Ist das nicht herrlich? Der Wind ist eisig, aber ansonsten ein Träumchen hier. Und wenn ihr die Schritte doppelt knirschen hört, liegt das daran, weil wir uns hier zu zweit drehen gerade. Und jetzt geht's durch den jungfräulichen Schnee. Hier ist tatsächlich noch keiner gelaufen. Und das ist doch nochmal schöner, als wenn da schon, ja, 100 Fußstapfen wären. Herrlich mit dem Schnee auf den Bäumen hier. Einmal Richtung Schnee. Und dann, wenn man sich einmal dreht hier, hat man so einen herrlichen Blick in diese kleine Aushöhlung. Was heißt klein? Wird auch so 30 mal 50 Meter haben. Und da unten sind wir gerade hergekommen. Muss man so ein bisschen gebückt gehen, aber das passt ganz gut. Aber sonst ein schöner Kontrast jetzt hier, die Steine. Und wenn man rauskommt, dann schön das Weiße mit dem Schnee und im Hintergrund die Birken, die neu wachsen. Und so sieht's aus, wenn man dann aus der Höhle wieder rauskommt. Mit dem Wasserlauf da unten. Über die Brücke müssen wir gleich auch noch. So viel Schnee haben wir den ganzen Winter nicht. Wir sind gerade hier so drüber gegangen und das Geräusch wollte ich euch mal hören lassen. Herrlich. Ja, ich habe das Film nahezu vergessen, weil das so schön ist hier. Ihr werdet da Verständnis für haben, wenn man so im Genießermodus ist, dass man dann auch mal das Filmen vergisst. Soll ja auch nur so ein kleines Video zwischendurch werden. Gerade hier über diese kleine Brücke gekommen. An dem Wasserlauf hier. Am Rand gefroren. Es ist echt ein Traum und es hat jetzt, ja, im Grunde 2 Nächte mal durchgeschneit und dann so ein Ergebnis hier. Es ist herrlich. Ist ja für unsere Ecke hier auch nicht so ganz üblich. Wobei, jetzt bin ich ja schon im Sauerland. Die haben ja eigentlich fast immer Schnee im Winter. Aber trotzdem hellauf begeistert. Jetzt hier am, was haben wir denn heute? Am 2. April. Genau, so ein Wetter zu haben. Obwohl die Tage am See, wo ich schon im Wasser war, auch gut waren. Sollte man gar nicht meinen. Naja, genug geschwafelt, Leute. Da hinten steht der Bulli. Ich gehe zwar gleich noch rechts rum. Oder wir, besser gesagt. Und dann wird aber nicht mehr gefilmt, weil das ist freie Fläche. Also, kurzes, knackiges Video bei knackigen Temperaturen und schönstem Schnee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.